Überreste der 72. Brigade der ukrainischen Armee. Bilder aus der ersten Reihe der Front. Die überlebenden Soldaten berichten von tagelangem Artilleriefeuer, von russischem Territorium aus oder von Seiten der Separatisten. Rund 300 Männer fliehen in ihrer Not über die Grenze nach Russland. Die meisten sind inzwischen wieder zurück in der Ukraine. Wie die Wirklichkeit in der ersten Reihe aussieht, darüber reden viele Soldaten nur anonym. Sie stehen unter Schock. Wir haben nicht genug Munition, die Waffen sind veraltet, die Verluste hoch, klagen sie. Ein Nationalgardist beschwert sich. Unsere Waffen sind primitiv, sagt er. Viele Kameraden hätten gerade mal 2 Wochen damit trainiert und stünden professionellen Scharfschützen gegenüber. Zwar meldet die ukrainische Armee jeden Tag Geländegewinne, doch die Zahl der Toten hat sich innerhalb weniger Wochen vervielfacht. Es ist der Kampf einer Armee, erklärt uns ein Experte, die es vor kurzem noch gar nicht gegeben hat. Ex-Präsident Janukowitsch habe das Militär bewusst vernachlässigt. Am Anfang des Krieges hatten wir kein Verteidigungsministerium. Der Minister war nach Russland geflohen, der Stabschef war gefeuert worden. Nach der Besetzung der Krim begann die Regierung in Kiew jede Hilfe anzunehmen. Freiwillige Bürgerinitiativen sammelten umgerechnet fast 12 Millionen Dollar Spenden und Ausrüstung. Wir hatten keine Schutzwesten, keine Munition. Und jetzt haben wir eine Art Volkskrieg. Freiwillige Bürger füllen die Reihen auf. Vor kurzem hat Präsident Poroschenko den Chef einer freiwilligen Spendeninitiative zu seinem Berater gemacht. 6.000 Männer sollen in Bataillonen kämpfen, die einen freiwillig, die anderen für ein Taschengeld. Einige hundert kommen aus der rechtsnationalen Szene, zum Beispiel die Kämpfer des Azov-Bataillons. Mit unkonventionellen Mitteln haben sie, mit der Armee, die Stadt Mariupol von den Separatisten zurückerobert. Dafür überließ ihnen der ukrainische Justizminister jüngst 2 gepanzerte Wagen für den Einsatz im Osten. Ob er keine Probleme habe mit dem rechten Gedankengut des Bataillons, fragen wir ihn. Nein, da gibt es kein Problem. Das sind Selbstverteidigungsbataillone der Nationalgarde, unter den gleichen Statuten der Nationalgarde, die gleichen Disziplinarregeln wie bei der Armee. Kommt lebendig zurück. Das scheint im Moment die einzige Botschaft zu sein, die Kiew den Soldaten mitgibt. Vor kurzem verloren 12 Freiwillige einer rechten Gruppierung ihr Leben. Separatisten hatten auf sie geschossen. An der Front waren sie in einem einfachen Bus unterwegs gewesen.